Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ach Mann, ich habe jetzt echt mal ein bisschen Lust hier Quests zu machen. Für das Volk. Verbrenne ich spartanische Vorräte? Jo, warum nicht? Können wir es nicht direkt verfolgen? Zack. Da haben wir doch mal ein bisschen was zu tun. Ja, ich weiß, aber ich würde gerne noch einen Ticken näher ran. Vielleicht können wir dann einigermaßen. Vielleicht doch nicht. Schade. Na, da war doch gerade noch irgendwas. Okay, will nicht. Ernsthaft jetzt? Es wird langsam peinlich. Ernst? Warte. Das ist ein sehr großes Lager. Es wäre also schon von Vorteil, so lange unentdeckt zu bleiben wie möglich. Da vielleicht mit dem. Ja, gut, klar. Du bist frei, Kumpel. Ich hoffe, dass er wieder hierher kommt. Ah, der Athena. Na, was haben wir hier wieder? Na komm. Ich darf es nicht vorher sehen. Obwohl.
Ah, nein, das war nicht das Richtige. Wo ist der andere? Ja, das war nicht sehr elegant gelöst, aber es ist gelöst. Das ist das Wichtigste. Fuck, den habe ich nicht gesehen. Moment mal. Der ist doch kein... Doch, der ist ein Spatiat. Ja, aber lang gebraucht. Ich war mir nicht sicher, ob der jetzt Spatiat ist oder der Athener, den wir vorhin befreit haben, aber ich glaube, der würde hier nicht so rumlaufen. Du bist frei. Aber wirst wahrscheinlich sterben. Da laufen zwei in einem. Oder? Ist der nur so massig? Oh, ich bin mir da echt nicht sicher. Ah, vielleicht haben die so eine Art... Ja, weiß ich nicht. Die sehen nicht aus wie die klassischen Spatiaten hier, oder? Wie die anderen. Oh, der da hinten ist allein. Vater!
stirbst! Da, ich komme nicht raus. Boah. So. Jetzt bist du dran. So, dann haben wir hier, glaube ich. Auch alles. Pärchen ausschalten. Ich glaube, die hängen alle zusammen, ne? Kann das sein? Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Die sieht ja schick aus. Die möchte ich mal gleich mal angucken. Boah, die sieht mega aus. Ach, wo wir gerade schon mal dabei sind. No. Die ist zwar besser, aber natürlich mehr Perks hier. Und das Aussehen spielt auch noch eine ganz kleine Rolle. War ich zu langsam. Na, wieder zu langsam. Und das war der Falsche. Yeah.
Warte. Nee, alles erledigt noch nicht. Also das Lager hier. Gut bewacht. Ja. Ah ja, sorgt ruhig für ein bisschen Ablenkung. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Was haben wir hier? Ah, auch noch ein Lager. Das können wir hier vielleicht mal ganz schnell mit ausschalten. So, jetzt hier noch. Und das Trüchen. Damit müsste das Lager, obwohl es war kein reguläres Lager, ne? Dumpti-dumpti-dumpti-dai. Du siehst wichtig aus. Und da habe ich wieder einen vergessen. Oh, das war fies. Mann, 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 Leute, ey, wirklich. So,
was haben wir denn hier jetzt noch? Gefangenenbefreiung, Schatzplündern. So, ist das ein Söldner, der da wartet, oder? So, Jungs und vielleicht sogar Mädels, ihr seid frei. So, jetzt können wir mal gucken, sind die Lager erledigt? Ich glaube aber ja. Belagerte Ebenen. Unentdeckter Ort, das ist jetzt gerade mal nicht so schlimm. Auf den Weg zu unserem Kollegen können wir mal, sagen wir mal, das Fragezeichen noch holen. Die Tore sind zu. Kein Händler kommt rein oder raus. Und ein Herr Spartaner wartet auf seine Beute. Ja, wir laufen irgendwie immer die falschen Orte raus oder rein oder so. Ne? Im Prinzip habe ich gerade die ganze Belagerung niedergestreckt, nur so nebenbei. Ja, ich darf das Fragezeichen nicht vergessen. Wo ist es? Da oben? Wer ist da? Ich lass es mal drauf einkommen. Ich weiß aber, was Kopfgeld hier machen. Oh cool, das ist scheinbar mein erster, den ich töte, bevor... Hä, nee, das kann ja gar nicht sein. Obwohl, das muss wahrscheinlich im offenen Kampf auch stattfinden. Ui, ui, ui. Ein Söldner, da. Ich glaube, den kennen wir auch schon. Soll er sich darum kümmern, wo wir gerade herkommen? Wir geben die Quest ab.
Oh, okay, Haus von Solo. Mit wie vielen Wachen haben wir es hier zu tun? Oh, das ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel. Persönlicher Ulyss-Boss. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wieso gibt denn mir das Spiel gerade so viele Tipps? Ich kenne doch die alle. Max Thor. Das war... Keine Sorge, gleich ist es vorbei. Leora Kasse! Da kommt noch einer. Oh, 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 jetzt muss ich mich konzentrieren. Ah, er hat mich verloren. Und der ist auch noch 21. Okay, der hat komische Giftbomben, da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Tja, wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis er das Interesse verliert. So, ich glaube, er hat das Interesse verloren. Wir können mit ihm hier reden. Kommt genau in diese Richtung.
bist zurück. Hast du den Beweis, um den ich dich bat? Das könnte dich interessieren. Ich nahm es dem Befehlshaber ab, nachdem er tot war. Weißt du, worum es da geht? Wie meinst du das? Deine Reaktion verriet dich. Ja, der Mann, der hier erwähnt wird, hatte einen wichtigen Auftrag für Athen. Warum nur wollte der Bote nach Mytilene? Er sollte helfen, dort Vorräte an das Volk zu verteilen, um ihnen gegen ihre Unterdrücker beizustehen. Was bedeutet dir dieser Mann? Du siehst besorgt aus. Er war nur ein Gehilfe, aber seine Mission war sehr wichtig. Ich hoffe, damit ist bewiesen, dass man mir so etwas anvertrauen kann. Es beweist deine Tatkraft, ja. Vertrauen? Du hast den Brief gelesen. Ich musste sicherstellen, dass er als Beweis für die Tat taugt. Es hätte alles sein können. Ein guter Einwand. Und deswegen habe ich noch einen Auftrag für dich. Du musst meinen Boten Hermos finden. Ist das der Bote aus dieser Nachricht? Ja, es ist unerlässlich, dass Hermos befreit wird und das Schiff erreicht, das ich bereitstellen ließ. Wo ist das Schiff, zu dem ich ihn bringen soll? Es ist sicherer, wenn du es nicht weißt. Sobald du ihn findest, sagt er es dir. Mhm. Erzähl mir mehr über deinen Boten. Er ist nicht von Bedeutung, seine Mission umso mehr. Finde ihn, damit er sie beenden kann. Welche Mission hatte dein Bote? Je weniger das wissen, desto besser. Es reicht, wenn du weißt, dass sie wichtig für die Zukunft Athens ist. Wo soll ich nach Hermos suchen? Wenn die Spartaner ihn haben, ist er im alten Steinbruch. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass dort all ihre Gefangenen sind. Sei unbesorgt. Ich werde deinen Hermos zum Schiff bringen. Klar. Warum auch nicht? Wir machen alles, solange das Geld stimmt. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich für diese Folge und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.